Für den Hausbesitzer zählt bei der Entwässerung vor allem eines. Sie muss einfach sein. Deshalb hat MEA das anwenderfreundliche Rinnensystem MEA-RIN für Heim und Garten entwickelt. Die Rinne ist durch ihr niedriges Eigengewicht extrem leicht von einer Person und ohne maschinelle Hilfe zu verlegen. Die Rinne ist PKW-befahrbar und mit verschiedenen Rosten erhältlich. MEA-RIN kann bei einem Neubau eingesetzt werden, ist aber auch die optimale Rinne für eine Hof- oder Gartenmodernisierung. Deshalb ist der erste Montageschritt je nach Bausituation der Grabenaushub bzw. die Anpassung des vorhandenen Grabens an die MEA-RIN-Rinne. Der Aushub sollte rundherum 10 cm größer sein als die Rinne selbst. Um die Rinne an ein bestehendes Entwässerungssystem anschließen zu können, muss die Ablaufvorformung mit entsprechendem Werkzeug ausgesägt werden. Danach kann der Ablaufstutzen auf die Aussparung aufgesteckt werden. Mit Hilfe einer gespannten Richtschnur wird die Rinne ausnivelliert und an die Umgebung angeglichen. Ein vorhandenes Gefälle wird dabei berücksichtigt. Die MEA-RIN-Entwässerungsrinne wird in einem Magerbetonbett verlegt. Magerbeton ist zähflüssig und formbar und eignet sich daher hervorragend für die Rinnenmontage. Die Rinnenverlegung beginnt mit demjenigen Rinnenstück, welches die Ablaufaussparung enthält. Die Aussparung wird dabei über die Entwässerungsleitung gestülpt. Die Rinnenmontage kann danach fortlaufend in die gewünschte Richtung durchgeführt werden. Die Rinnenenden werden zum Schutz vor Schmutz mit Stirnplatten verschlossen. Nachdem die Entwässerungsrinne komplett im Magerbetonbett verlegt wurde, wird der Freiraum rechts und links des Rinnenkörpers mit Magerbeton aufgefüllt. Direkt an die Rinne angrenzende Pflastersteine können entweder direkt in das Magerbeton oder in ein Splittbett gesetzt werden. Bei beiden Vorgehensweisen soll darauf geachtet werden, dass der Höhenunterschied zwischen Pflasterstein und Rinnenkante 3 mm beträgt. Sobald die vorgenannten Montageschritte erfolgt sind, können die restlichen Pflastersteine verlegt werden. Der letzte Arbeitsschritt ist die Versandung der Pflastersteinspalten. Wasser sicher den Weg weisen mit den Entwässerungsprodukten der MEA Unternehmensgruppe. MEA Building Success. Success in Building.